Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank an alle, die schon hier sind. Es gibt ja immer so zwei, drei etwas undankbare Spots. Der allererste ist immer ein bisschen schwierig, bis alle reinkommen und alle ihren Kaffee haben. Aber am undankbarsten ist ja eigentlich immer der nach der Mittagspause. Von da sind wir hier eigentlich ganz glücklich, dass wir den erwischt haben. Ja, wir haben direkt ein spannendes Thema zum Anfang, The Future of Digital Marketing, wo die Reise hingeht, und bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Und es gibt auch viele Veränderungen, eigentlich jedes Jahr. Die Branche ist selber da auch nicht ganz unschuldig dran. Es werden immer neue Technologien mit drei Buchstaben jedes Jahr durchs Dorf getrieben, die irgendwas Tolles können. Und die Veränderung ist stetig. Und heute lernen wir von Björn Radde von T-Systems, was uns jetzt im nächsten Jahr erwartet und wie die Zukunft so aussieht. Dann würde ich an ihn jetzt übergeben. Wir haben dann im Anschluss noch ein bisschen Zeit für Q&As, für Fragen, für sonstige Themen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank. Danke dir für die Anmoderation. Genau, es ist nicht nur das nächste Jahr, sondern weit, weit, weit in die Zukunft. Zuerst kurz zu mir. Ich bin Björn Radde, verantwortlich für das Digital Marketing bei der T-Systems mit meinem Team. So viel Webseite, Social Media Kanäle, alle Digital Marketing Kampagnen und so weiter. Aber auch das Social Selling Programm. Also wir trainieren unsere Seller, wie sie auf LinkedIn richtig agieren können. Dazu kommt die Innovation Center und auch das Chief Tomorrow Officer Programm. Also wir holen von den Universitäten Gen Z zu uns und sie können eine Frage stellen für die Zukunft und die Frage dann innerhalb des Unternehmens beantworten. Also zum Beispiel, wie könnte AI bei der Rekrutierung helfen? Wie sehen zukünftig Möglichkeiten aus, mit einem Chip im Gehirn Daten zu analysieren für das Gesundheitswesen und so weiter. Also wirklich Fragen, die weit in die Zukunft gerichtet sind. Auch das ist bei mir im Team. So, bevor wir über die Zukunft sprechen, mal kurz in die Vergangenheit. Vergangenheit des digitalen Marketings. Ich finde es faszinierend, dass die E-Mail schon fast 50 Jahre alt ist, also älter als ich. Auch älter als letztlich das World Wide Web. Und der erste Newsletter aus der E-Mail war auch gleichzeitig das erste Spam. Weil ein Unternehmen quasi gesagt hat, ey, ich schicke mal schön Werbung an meine Kunden. Natürlich hatten sie keine Einwilligungsgenehmigung dafür und haben quasi mit dem ersten Newsletter schon das erste Spam generiert. Dann kam so langsam Social Media auf, YouTube. Ein richtiger Challenger war das iPhone, weil letztendlich war es möglich, auch mobil bessere Werbung anzubieten. Das Thema Programmatic Advertisement 2010, manche würden sagen, das ist eher 2008, weil es Google DoubleClick gekauft hat. Dann ging es weiter Richtung Voice-Assistenten. Die werden unser Marketing verändern. Position Zero und im letzten Jahr Meta. Und wie sieht die Zukunft jetzt aus, von meiner Perspektive? Was total unterschätzt wird zurzeit noch, und gestern gab es ja schon Vorträge dazu, ist das Thema CTV bzw. die Streaming-Plattform. Die Streaming-Plattform sitzen auf einem großen Datenhaufen und können diesen nutzen, in Zukunft personalisierter Werbung auszuspielen. Und Netflix und Amazon haben es auch schon angekündigt, dass sie eventuell Free-Versionen rausgeben möchten, die dann eher werbefinanziert sind. Was auch möglich sein könnte, ist, dass es Sendungen gibt, in denen Keywords verkauft werden. So wie hier, RTL hat das getestet, dass sie eine Kochsendung, das perfekte Dinner, verkauft haben und gesagt haben, jedes Mal, wenn das Wort Fleisch vorkommt, dann möchten wir, dass unsere Werbung für vegane Produkte ausgespielt werden. Also wirklich on the fly, ein AI guckt da drauf. Auch das wird kommen. Das Thema Digital Marketing mit Voice Assistenten. Für mich enorm wichtig. Wer heute glaubt, dass Werbung auf Google teuer ist, wird sich wundern, was eine Positionierung auf Amazon, Alexa und Co. kosten wird. Weil es gibt nur noch eine Antwort. Wenn ich morgens in der Küche sitze, möchte Cornflakes bestellen und sage, hey, Alexa, ich hätte gern Cornflakes, dann entscheidet Amazon, welche Cornflakes sie mir schickt. Insofern ist es wichtiger auch für uns Digital Marketeers, dass wir uns Gedanken darüber machen über das Branding. Weil wenn ich in der Küche sitze und sage, hey Alexa, schick mir Kellogg's Cornflakes, dann entscheide ich, welche Cornflakes ich haben möchte. Oder Jordan's Cornflakes oder whatever. Also wir müssen uns hier viel mehr Gedanken machen in Zukunft über die Voice Assistenten.
Aber als Digital Marketing müssen wir uns auch überlegen, wie können wir dann mehr Revenue aus diesen Geräten generieren? Und in den USA ist es schon so, dass es Alexa-Geräte in Hotels gibt. Das heißt, ich als Gast im Hotel kann mir ein Club-Sandwich bestellen in Frankreich, ohne Französisch sprechen zu müssen, weil Alexa quasi mit mir kommunizieren kann. Ich kann noch weitere Sachen machen, wenn ich eine Zahnpaste verbessern habe, kann ich es bestellen und so weiter. Also immer Gedanken machen, wie kann ich das Ganze anreichern, um noch mehr Revenue zu generieren. Was auch kommen wird und auch schon noch da ist, sind äußerst in einem Auto. Also die Alexa im BMW, was ja auch schon vorhanden ist. Dann stellen wir uns vor, wir fahren durch die Stadt und kommen an McDonald's vorbei oder an einem Fastfood-Restaurant und Alexa sagt mir, hey Björn, in diesem McDonald's gibt es 2 Cheeseburger zum Preis von einem. Also Werbung im Auto, location-based. Da ich Cheeseburger gerne mag, fahre ich bei McDonald's vorbei und hole mir die 2. Also auch hier müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir die mobilen Möglichkeiten von Alexa und Sprachassistenten nutzen. Auch in den USA gibt es schon Amazon Echo Frames in der Brille. Also ich kann meine Alexa mal mitnehmen. Auch in dem Ring, was ich ein bisschen albern finde, dass ich dann mit der Hand vor dem Gesicht rumlaufe und mit meiner Hand spreche. Aber auch in der Uhr müssen wir uns Gedanken machen, können wir die Uhr nutzen zukünftig für digitale Marketingmöglichkeiten. Also hier, ich stelle mir vor, ich bin im Einkaufszentrum, stehe vor der Galeria Kaufhof und habe mir vielleicht vorher im Internet auf der Galeria-Seite was angeschaut, stehe mir meine Uhr nun vor dem Kaufhof im Einkaufszentrum lokal und meine Uhr sagt mir, hey Björn, hier in diesem Galeria-Kaufhof gibt es die Jeans, die du online eingekauft hast, für 25% günstiger. Geh doch rein. Oder nutze mich und du kriegst, also die Uhr, und du kriegst einen Rabatt. Also auch hier die Kombination zwischen Online-Welt und Offline-Welt, location-based. Das nächste, was immer stärker Einzug erhält, ist künstliche Intelligenz für die Content-Kreation. Wir haben hier ein Beispiel, das haben wir tatsächlich bei The Systems gemacht, mit einem Hamburger Unternehmen, ein Hamburger Startup, Neuroflash. Wir haben unser Social-Media-Content schreiben lassen von einer Agentur und haben es dann durch die AI laufen lassen zum Optimieren. Und die AI hat 25% mehr Engagement generiert. Also die AI hat dafür gesorgt, dass wir auf dem Post 25% mehr Engagement haben. Natürlich, mit Likes kann man nichts kaufen. Also macht doch Sinn, dann nachher zu schauen, ob tatsächlich Abverkäufer generiert worden sind. Aber allein die Tatsache, dass eine künstliche Intelligenz sich besser auf die Konsumenten einstellen kann als eine Agentur, wird uns in Zukunft stärker beschäftigen. Was wir auch getestet haben, ist auf LinkedIn künstliche Intelligenzen, also den LinkedIn-Bot, die Conversational Ads. Hier war es so, dass wir eine Anzeige geschaltet haben und sobald jemand auf die Anzeige geklickt hat, ging quasi der Bot auf und wir haben eine Anfangskonversation gestartet über den Bot. Und zum Schluss konnten sich die Kunden ein White Paper runterladen. Auch das wird stärker kommen. Und was passiert, wenn ich jetzt Sprachassistenten und künstliche Intelligenz verheirate? Dafür habe ich ein Video mitgebracht. Ich weiß, es ist schon ein bisschen älter, aber es ist trotzdem so cool, was da kommen wird und was in den USA teilweise schon existiert, dass ich euch es gerne zeigen möchte. So, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. So he does, I know. Künstliche Intelligenz hatte Google Duplex bei einem Friseur angerufen, den Termin ausgemacht für Lisa. Das heißt, wenn ich zukünftig sage, hey Google, mach mir einen Termin bei meinem Friseur aus, sieht Google ja meinen Kalender, Google weiß, was ich brauche und kann dort anrufen und für mich das organisieren. Das klingt super, wenn man allerdings schaut, wie das wirklich aussieht,
ist es so, du musst Google alles erklären. Ich möchte gerne von 10 bis 11, ich möchte das machen und jenes machen und muss quasi eine Eingabemaske durchführen. Kann ich auch gleich selber anrufen. Also, aber es ist ein guter Weg dahin, was passieren kann. Und wenn ihr mal danach googelt, nach Google Duplex, werdet ihr auch finden, dass jemand mit seiner Freundin Schluss gemacht hat über Google Duplex. Also Google hat dann angerufen und gesagt, hey, John möchte, dass du deine Klamotten abholst, wann passt es dir da am besten? Googelt mal danach, ist cool. Influencer-Marketing wird auch immer wichtiger. Influencer werden teilweise Medienhäuser ersetzen. Und man sieht es ja schon, wenn man noch nicht so viel, also nicht so viel Budget hat und geht auf Influencer zu, es funktioniert sehr gut. Das wird noch viel, viel stärker wachsen, auch im B2B-Bereich. Wir haben hier was getestet mit einer amerikanischen Firma. Wir schauen, wo sind Personen, die zu unseren Themen, also IoT, Cloud, Security, im Social Media sprechen und gehen dann gezielt auf diese Person zu. Dafür nutzen wir dieses Cyber Social Terrain Mapping, nennt sich das. Und das funktioniert auch. Wir gehen auf die zu und sagen, hey, hast du Lust, auf uns zu kommen? Hast du Lust, ein White Paper mit uns zusammenzuschreiben? Und generieren somit B2B-Influencer-Marketing auch für uns. Und was mehr kommen wird, ist Virtual Influencer. Also Influencer, die gar nicht existieren. Sie sind nur eine Computergrafik, eine animierte Computergrafik. Und das hier ist Inna. Inna ist eine japanische Influencerin. Sie hat inzwischen 350.000 Follower auf Instagram. Und ich zeige euch jetzt mal, was japanische Firmen schon mit Virtual Influencern machen. Also Magnum Unilever hat hier immer gebucht und hat schon komplett ein Video gedreht. IKEA in Japan, die haben in den Städten so Pop-Up-Stores, die haben ein virtuelles Schaufenster gebastelt und man kann dort immer den ganzen Tag sehen, wie sie in ihrem IKEA-Universum lebt, wie sie IKEA-Schränke aufbaut, wie einfach das ist. Also die virtuellen Influencer helfen den Firmen dort weiter. Und das Coole ist, die haben, also sie machen keine Fehltritte. Sie hängen nicht irgendwie besoffen in der Bar und dann steht es nächsten Tag in der Zeitung, sondern sind virtuell. Social Commerce wird auch stärker kommen. Mich wundert sowieso, dass es momentan nicht so stark in Europa ist. In Asien ist es so, dass inzwischen 30% des E-Commerce-Umsatzes über Social Commerce erzielt wird. Also wirklich Influencer, die nichts anderes machen, als nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist so ein bisschen wie in einem Hotel. In jedem Hotelzimmer sitzt ein anderer Influencer, kommen da morgens an, setzen sich hin, verkaufen ihre Produkte und gehen abends nach Hause. Man kann inzwischen sogar Influencertum an Universitäten in Asien studieren, um damit Karriere zu machen. Das wird definitiv auch kommen. In den USA ist es so, dass Amazon es aufgenommen hat. Das heißt, sie bieten Live-Shows auf ihren Plattformen an, häufig auch mit Celebrities. Und man kann dann direkt über den Amazon-Shop die Produkte kaufen. Also quasi Teleshopping 2.0. So, jetzt verlassen wir ein bisschen das Internet. Wir gehen ein bisschen raus in die Welt. Und was ich mir gut vorstellen kann, dass zukünftig die Devices mehr miteinander kommunizieren. Also hier zum Beispiel mit dem iPhone. Ich habe mir auf dem iPhone eine Kamera angeschaut auf Amazon, bin dann am Flughafen, gehe an diesem Digital Signage vorbei und das Digital Signage zeigt mir dann Werbung zu dem, was ich mir vorher auf dem iPhone angeschaut habe. Und quasi so die Marktdurchdringung oder meine die Durchdringung in meinem Mindset noch zu erhöhen. Hier natürlich ein bisschen aufpassen und alles, was ich erzähle, ist out of the box. Es ist nicht unbedingt datenschutzkonform. Es ist erstmal gedacht, was möglich sein kann. Hier ist natürlich fatal, wenn ich vorher auf, ich weiß nicht, Amorelli war oder OnlyFans und gehe da vorbei und dann kriege ich die schöne Werbung, jeder weiß es. Also auch hier muss man aufpassen, aber grundsätzlich die Möglichkeit ist da. Was auch möglich ist, Digital Signage mit Face Recognition, das heißt, ich stehe im Rewe oder im Supermarkt an der Fleischtheke und aufgrund meines Gesichtes erkennt es Digital Signage, Mann, Frau, alt, jung und kann mir dann dementsprechend Empfehlungen ausspielen. Also auch hier wieder programmatisch quasi vorgehen und sagen, hey, der Björn
hat eine gute Figur, der braucht bestimmt ein bisschen was zu essen und zeigt mir das dann dementsprechend an. Was noch stärker kommen wird, ist Augmented Reality, dass ich eine Werbung sehe, nehme mein Handy, halte mein Handy davor und kriege dann angereichert Informationen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufen möchte, ein E-Auto, sehe die Werbung, kann mein Handy nehmen und kriege dann zusätzliche Informationen, also Reichweite des E-Autos, Preis und kann gleich dann direkt auf dem Handy eine Probefahrt buchen. Augmented Reality auch im Supermarkt. Auch hier müssen wir als Digital Marketer überlegen, wie können wir das nutzen. Also ich bin im Supermarkt, habe meine Einkaufsliste gemacht, gehe mit meinem Handy durch den Supermarkt und das Handy navigiert mich dann zu den einzelnen Regalen. Und ich habe zum Beispiel Kaffee auf meiner Einkaufsliste und dann müssen wir uns überlegen, was passt denn zum Kaffee und könnten quasi Up- und Cross-Selling betreiben. Also Kaffee ist auch gut Schokolade und die Schokolade ist auch gerade im Angebot, lieber Björn, und ich navigiere dich jetzt zur Schokolade. Also auch diese Möglichkeit, also die Kombination zwischen Augmented Reality und Upselling, müssen wir uns das Digital Market hier in Zukunft vorstellen. Vielleicht brauchen wir auch in Zukunft gar kein Handy mehr, sondern wir haben das quasi in unseren Linsen, also Kontaktlinsen drin. Und dann könnte sowas passieren wie beim Minority Report. Das heißt, ich gehe durch eine Mall, habe die Augmented Reality in meiner Linse. Durch Face Recognition erkennt die Mall, okay, das ist der Björn. Und ich zeige Ihnen dementsprechend personalisierte Werbung an. Ich weiß, es ist also der Film war jetzt eine Dystopie und keine Utopie, aber vorstellbar ist es. Smart Windows ist eine coole Technologie, insbesondere im Hotelbereich. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, in Zukunft gibt es gar keine Fernseher mehr im Hotel, sondern nur noch Smart Windows. Also quasi ein Fenster, das agiert wie ein iPad. Ich klicke drauf, kriege meine Zeitung oder kriege ich Pay-TV, kann mir das aussuchen, kriege ich mein Menü, kann draufklicken und kann mir dann mein Menü aufs Zimmer bestellen. Für das digitale Marketing können wir das Ganze für Schaufenster nutzen. Das heißt, die Person hier sieht einen Ring, klickt auf den Ring, kriegt weitere Informationen, sieht, ob der Ring im Geschäft verfügbar ist und kann dann ins Geschäft gehen und den Ring kaufen. Digital Price Tags, die sind jetzt schon im Einsatz, also jeder, der in einen guten Supermarkt geht, sieht, dass es diese digitalen Tags inzwischen gibt und nicht mehr geschrieben. Wird häufig dafür genutzt, um Cross-Selling zu betreiben. Also zum Beispiel im Sommer, wenn die Erdbeeren digital runtergehen, geht die Sahne digital rauf, sodass wir wieder Cross- und Upselling im Supermarkt hinbekommen. Was ich mir gut vorstellen kann, und ich habe mal zwei mitgebracht, diese Tags, dass die an Klamotten hängen, also an Kleidung. Das heißt, ich bin in einem Retail-Store, möchte eine Jeans kaufen, sehe an der Jeans diesen Tag und habe auf meinem Handy die Loyalty-App des Stores. Das heißt, ich kann mit der App, mit meinem Handy gehe ich drauf auf den Tag und kriege dann eine Reduktion. Und kann eventuell gleich bezahlen. Also ich sage so, die Jeans werde ich gerne haben, der Security-Lock wird enabled und ich kann das Geschäft verlassen. Was ich mir auch vorstellen kann ist, ich möchte eine Jeans und ein T-Shirt. Das heißt, ich habe zwei Preistags. Ich lege die beiden Preistags aufeinander und kriege dann einen neuen Preis angezeigt. Also hier sind überhaupt enorm viele Möglichkeiten, sich Gedanken zu machen, wie können wir diese digitalen Preistags zukünftig im Retail-Store nutzen. Cool ist auch, wenn ich die Preistag aus Versehen mit nach Hause genommen habe, kann der Retail-Store nachher sagen, hey Björn, du hast das Ding vergessen, bringst du es doch zurück und du kriegst 10% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf. Also quasi, ich hole die Kunden zurück ins Geschäft. Virtual Shopping wird auch immer relevanter. Das heißt, mit einer Virtual Reality Brille setze ich auf, gehe in eine virtuelle Mall, habe da einen virtuellen Verkaufsberater, der berät mich, was ich brauche. Könnte dann so aussehen, hier wie bei Walmart in den USA. Das heißt, ich sitze auf dem Sofa, fahre virtuell durch den Walmart durch und kauf ein. Dann das Metaverse. Wir haben bei The Systems durch Zufall eigentlich unser kleines eigenes Metaverse geschaffen. Wir hatten im Januar 2020 einen Sales Kickoff und hatten einen Großteil unserer Seller gescannt. Also wir hatten so einen Bodyscanner, geht man rein, wird mit wie viel Kameras, 1000 Kameras gescannt und hatten dann Avatare von unseren Sellern. Also war erstmal nur ein Gag, um die Technologie zu zeigen, was möglich ist. Dann kam die Pandemie und dann haben wir uns gesagt,
lass uns das doch nutzen, indem wir unser Innovation Center auch virtualisieren. Das heißt, wir hatten virtuelle Verkäufer und ein virtuelles Innovation Center und haben dann unsere Kunden eingeladen und gesagt, hey, lass uns doch Workshops machen in diesen virtuellen Innovation Centern und hatten quasi unser Metaverse geschaffen. Und es hat funktioniert. Wir haben Kunden dazu bekommen, wir haben Kunden weltweit dazu gewonnen, weil die gesagt haben, okay, ich muss von Brasilien nicht nach Deutschland fliegen, sondern ich mache das virtuell mit euch in eurem Virtual Innovation Center. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Form des Marketings gut funktionieren wird in der Zukunft. Genau, dieses Assistance Metaverse gerade schon erzählt. So, wie ist es jetzt, wenn ich das Metaverse aus der Virtual Reality Welt übertrage in die reale Welt? Also nehmen wir mal an, dieser Raum hier, ich setze die Brille auf, Apple arbeitet da an einer Brille, ich kriege dann angereicherte Informationen und diese angereicherten Informationen befinden sich in einem Art World Metaverse. Und wie das aussehen kann, zeige ich euch jetzt. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Ich weiß, ziemlich krass. Ich würde, glaube ich, nicht so rumlaufen wollen die ganze Zeit, aber interessant ist es schon im gewissen Maße. Ich weiß nicht, ob ihr Werbung gesehen habt im Bus, wenn man dann den Bus hochgegangen ist, da war eine Werbung, glaube ich, für Burger. Auch das kann ich mir vorstellen, dass es zukünftig personalisiert ist. Also ich kann quasi die virtuelle Werbung im Metaverse programmatisch einkaufen. Was auch funktionieren könnte im Metaverse, dass ich virtuelle Influencer habe, die auf mich reagieren. Das heißt, wenn die immer, die ich von gezeigt habe, euch Eis verkauft oder einen von euch Eis verkauft und ich lieber Bier mag, kriege ich sie eher als Bier-Influencer angezeigt. Also wirklich virtuelle Influencer, die gewisse Reichweite haben, kann man vielleicht zukünftig programmatisch einkaufen. Blockchain-Technologie, da hatte ich gestern Abend eine schöne Diskussion zu. Blockchain-Technologie im digitalen Marketing kann zum einen funktionieren als Vertrauen. Also ich muss ja heute, wenn ich Reichweite einkaufe, meiner Agentur vertrauen, dass ich diese Reichweite auch tatsächlich bekommen habe. Mit Blockchain schafft mir dieses Vertrauen, dass auch tatsächlich diese Reichweite ausgeliefert wurde. Vielleicht hilft Blockchain-Technologie auch dabei, zukünftig Fraud eventuell zu minimieren. Und was Blockchain-Technologie natürlich mit sich bringt, sind NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und hier rede ich nicht nur von den Bored Apes oder Kunst, die gerade passiert, sondern die Möglichkeiten, wie wir NFTs, also eindeutige digitale Assets, zukünftig fürs digitale Marketing nutzen können. Ein Beispiel ist, dass die D3Con gibt die Tickets nur als NFT aus und sagt, hey, das ist ein Lifetime-Ticket, kostet nicht mehr 500 Euro, es kostet 2000 oder 3000. Dafür kannst du aber jedes Mal kommen. Und wenn du nicht mehr willst, verkaufst du es. Und dadurch, dass es ein Smart Contract ist auf einer Blockchain, generiert die D3Con damit auch noch zusätzlich Revenue. Also es gibt quasi keinen Schwarzmarkt mehr für Tickets, sondern es gibt nur noch Tickets, die weiterverkauft werden können durch zusätzliche Revenue-Generierung für den Originalinhaber. Was auch möglich ist, dass man Special Events anbietet. Das heißt, wenn du ein NFT hast, kannst du zu dem Event kommen. Und natürlich können wir die NFTs mit ins Metaverse übertragen. Das heißt, wenn wir als Unternehmen gewisse Tokens ausgeben oder besondere digitale Kleidung, können diese Kleidung mit ins Metaverse genommen werden. Also die NFTs und das Metaverse wird stärker miteinander verschmelzen. Und ich bin mir sicher, dass es hier noch Werbeform geben wird, an die wir heute noch gar nicht denken. Die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, wer es weiß, die erste App auf dem iPhone, die wirklich abgegangen ist, war eine Bier-Simulations-App. Also man hat quasi das iPhone gehabt und hat dann gekippt und hat damit virtuellen Bier getrunken. Das war eine der ersten Apps, die sehr viel Reichweite hatte. Damit konnte sich noch keiner forschen, dass irgendwann mal
Social Media geben wird auf dem Smartphone, dass wir mit dem Smartphone bezahlen können, ein Flugzeug einchecken können und so weiter. Genauso sehe ich es bei Werbung im Metaverse. Und dann, jetzt wird es langsam spooky, nehmen wir mal an, wir haben einen Chip im Kopf und haben mit dem Chip direkten Zugang zum Internet. Der Elon Musk arbeitet ja schon dran mit seiner Firma Neuralink, dass wir eine Human-Computer-Interface haben könnten. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch wieder Werbung auszuspielen. Natürlich sehr ethisch, macht das Sinn, dürfen wir das etc. Aber theoretisch ist es möglich, dass wir mit Zugang zum Internet haben und Zugang zum Gehirn auch direkt Werbung einspielen können. Und krass, ganz krass ist es, dass wir keinen Chip mehr einpflanzen müssen, sondern dass wir Nanorobotik schlucken, also dass in der Tablette ein Nanorobot ist. Wir schlucken den, der sucht sich den Weg zum Gehirn und connectet sich dann direkt mit dem Internet. Das ist natürlich eher so 10 Jahre entfernt, aber theoretisch möglich. Und ich bin extrem schnell durch. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne jetzt fragen. Ansonsten auf LinkedIn folgen, Twitter. Ich habe ziemlich viele Videos auf YouTube gestellt, auch zum Thema Zukunft, also auch zum Thema Zukunft des digitalen Marketings. Und mein HR-Chef hat mich gebeten, we are hiring. Also wenn jemand für Assistance arbeiten möchte, gerne melden. Ja, super. Vielen Dank. Da waren ja alle Horrorthemen bei für den Berliner Datenschützer, die er so braucht. Aber 11 Uhr ist noch ein bisschen früh für Datenschutz und kritische Fragen. Aber ein, zwei Fragen habe ich direkt. Da würde ich direkt einsteigen, um einen kleinen Kickoff zu machen. Lieblingsthemen AI, Blockchain. Fangen wir mit AI an. Aktuell, wenn ich Alexa frage, du Alexa, spiele meine Lieblingsplaylist, dann sagt die, ich habe einen Radiosender, der dir gefallen könnte, klassische Musik. Und jetzt habe ich letzte Woche versucht, mal eine Rechnungskopie zu bekommen in einem Online-Shop. Dachte, bevor du anderes eine E-Mail schickst, nimmst du mal den Bot. Ich sage, ich hätte gerne Rechnungskopie, Bestellung XY, Rechnungsnummer sowieso. Rückfrage, möchtest du eine Bestellung aufgeben? Nein, ich hätte gerne die Rechnung XY. Rückfrage, möchtest du eine Bestellung stornieren? Ich Telefon angerufen, gesagt, ich hätte gerne Rechnungskopie. Wann ist die AI denn so weit, dass so Sachen, wie du gezeigt hast, tatsächlich kann, flächendeckend? Also die ich gezeigt hatte bezüglich Textoptimierung, das war ein reales Projekt, das wir durchgeführt haben, das hat funktioniert, also das läuft. Es gibt auch einige Free-Software-Plattformen im Nest, die das auch anbieten, die sind aber nicht so optimal, nicht so toll. Bezüglich Alexa, gut, ich bin kein Amazon-Mitarbeiter, kann ich nicht beantworten, wenn das soweit sein wird. Ich finde trotzdem fasziniert, was wir inzwischen zu Hause haben. Meine Frau ist Französin, ich habe eine Alexa auf Englisch und sie auf Französisch und ich noch eine auf Deutsch. Also. Und wir haben Kauderwelsch mit der Alexa schon zu Hause. Also da bin ich schon fasziniert, dass diese Übersetzung so gut funktioniert. Bezüglich Rechnung, ich kann gerne Amazon mal nachfragen, wenn du möchtest. Die Frage ist ja, ist die AI schon so weit und wird sie nur nicht richtig eingesetzt, weil die Use Cases, die sind hier auf der Hand. Ja. Und die sind ja seit vielen Jahren offen. Also so eine Terminbestätigung überall. Trotzdem haben die eben noch ihr Buch da liegen, schreiben es auf, weil die AI es dann doch nicht hinbekommt. Das heißt, Technik ist da, es wird nur nicht richtig implementiert. Auch doch das Beispiel von Google Duplex. Ich hatte dann die Videos gesehen, wie es in real funktioniert. Da stehst du da, dann sagt Google, wann möchtest du? 11 Uhr. Welchen Tag? Morgen. Was ist, wenn der Termin nicht frei ist? Kannst du auch um 12? Du gibst wirklich wie so ein Formular quasi, nur mit Sprache, gibst du Google die Befehle und das ist noch nicht ganz da, wo es sein soll. Okay. Und dann Blockchain ist ja auch ein heißes Thema. Investiere auch selber schon 3-4 Jahre in Blockchain und Kryptos. Siehst du da Use Cases, die in der Branche zeitnah umgesetzt werden können? Weil ich meine, klar, man kann das alles theoretisch auch über die Blockchain abbilden, aber es ist eine Frage der Marktdurchdringung und am Ende auch der Regulierung. Also ein Thema, was ich glaube ich ziemlich früh jetzt sehen werde, sind tatsächlich, dass du individuelle Tickets oder Tokens ausgibst und sagst so, du hast den Token, du bist eingeladen zu unserem CEO-Dinner mit diesem Token, dass man damit anfängt. Natürlich kann ich doch ein Stück Papier geben, aber allein damit anzufangen, das sehe ich in relativ naher Zukunft. Okay, perfekt. Gut, dann weitere Fragen aus der Runde. Haben wir Meldungen, haben wir Fragen? Es sieht aus, als hättest du alle erschlagen mit den vielen Themen. Das ist ein gutes Zeichen oder ist das einfach noch zu früh? Aber wenn wir keine Fragen aus der Runde haben, dann würde ich mich an der Stelle bei euch bedanken, auf das Hiring nochmal hinweisen. Gute Leute sind im Moment schwer zu kriegen. Von da aus, wer Interesse hat, jemanden kennt, sich gerne melden. Hallo? Ich habe eine Frage. Wo haben wir die Frage? Hier. Ah ja.
Wegen AI und Datenschutz hier dein Recht. Recht. Ja, wir können es nicht ganz sehen vom Licht, aber stell einfach die Frage. Okay. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen und Datenschutz, soweit ich weiß, die AI braucht alle verfügbaren Daten, um weiter sich zu entwickeln. Wie funktioniert das mit diesem Datenschutz in Europa? Weil man kann nicht alle Daten benutzen. Ja, also gut, kommt drauf an, was man machen will. Also das Beispiel, was ich gezeigt habe, wir optimieren unseren Text. Dafür brauche ich ja keine kundenspezifischen Daten, sondern dann nehme ich den Texte und nehme verfügbare Daten über Kundengruppen und kann dann letztendlich die Texte optimieren. Natürlich, und deswegen nochmal, dieser Vortrag soll eine Vision darstellen, wo es hingehen kann. Und meine Idee ist zu sagen, wir haben erstmal eine große Bubble, wir denken außerhalb der Box und dann reduzieren wir das auf das, was erlaubt ist, was wir machen können, was technisch schon möglich ist. Weil wenn wir anfangen und sagen, wir fangen an, was dürfen wir überhaupt, dann kommen wir nicht weiter. Dann sind wir mal ganz kleine Schritte, wenn wir uns Gedanken machen, was ist theoretisch möglich und gehen dann runter, dann schaffen wir eher Innovation. Also natürlich müssen wir den Datenschutz beachten, müssen auf den Konsens achten etc., aber es gibt trotzdem bei AI Möglichkeiten zu optimieren, ohne Kundendaten zu benutzen. Okay, danke. Gerne. Ach, das dahinter. Ja, direkt hinter der Lampe. Ein Tatort, wo waren sie zur Tatzeit? Also können nur die Mitte von hier aus sehen, genau. Damit ihr ein Gefühl habt. Haben wir noch eine weitere Frage aus der Runde? Den sehen wir sehr gut. Aber du musst aufs Mikrofon kurz warten, damit es auch online alles ankommt. Hi, Morgen. Das war ja wirklich ein sehr umfänglicher Überblick auf was uns bevorsteht als Marketer und die Kanalkomplexität wird ja dann noch breiter, als sie heute ist. Wie siehst du das auch in deiner Rolle als Marketingverantwortlicher in der Steuerung? Wie kriegt man das alles auf die Kette gut gesteuert, sodass du idealerweise dieselben Botschaften über alle Kanäle bringen kannst? Also Step 1 ist, was mir wichtig ist, erstmal ausprobieren, pilotieren. Also die AI, das war auch ein Pilot, also wir nutzen es noch nicht permanent, das war ein Pilot, der hat gut funktioniert. Jetzt müssen wir überlegen, wie können wir das in unserem Mix übernehmen? Das ist Schritt 1. Schritt 2, und da gebe ich dir recht, wir kämpfen auch damit, wann spielen wir welchen Content, in welchem Kanal, zur richtigen Zeit, in der richtigen Person aus. Soweit sind wir leider auch noch nicht, aber wir müssen alle daran arbeiten. Hat das Implikationen auch auf dein Team und die Profile, die ihr sucht, jetzt auf Sicht? Ja, klar. Also Implikationen auf mein Team hat, weil die Arbeit wächst. Das ist natürlich unschön, deswegen suchen wir auch Mitarbeiter. auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Kollegen zukünftig, die Blockchain verstehen, die Algorithmen verstehen. Ich habe ein großartiges Team und wir, wie gesagt, wir wachsen auch immer weiter, aber wir achten tatsächlich auch darauf, dass wir dieses Know-how auch bei den Vorstellungsgesprächen mit abfragen, auch Richtung Social Media, also ist jemand Social Media aktiv und versteht, was da in Zukunft kommen wird, da achten wir auch drauf. Cool, danke. Noch eine weitere Frage? Gut, das sieht nicht so aus. Dann vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag und ja, dir vielen Dank für den Vortrag. Ja.